Liebes Tagebuch, heute ist schon der dritte Advent. Ich habe mir gedacht, ich werde heute mal etwas agil sein. Denn ich liebe ausgedehnte Sonntagsspaziergänge. Ich war schon im Bad, am Kühlschrank vorbei und jetzt auf dem Weg zur Couch. Und das Wetter spielt auch mit. Na dann schauen wir mal, was das 12. Türchen für uns bereithält. Guten Abend. Bisher war die Stimmung hier sehr locker. Wäre schön, wenn das so bleibt. Danke. Ich weiß genau, was Sie denken. Hört man auch immer wieder, dass die Cowboys lustig auf dem Pferd rumreiten und jeden Abend dann Upadiwupa im Saloon. Aber nee, nee. Wenn du im Westen, also im wilden Westen, nicht permanent am Machen bist, dann aber gute Nacht, Johanna. Ich kenne sie ja alle. Billy the Kid, der Dings, der Lucky, Luke. Habt die neulich getroffen? Mein lieber Scholli, hier ein Fältchen, da ein Hühnerauge. Dann lieber als Gärtner 10 Jahre lang auf der Mainau an den Blümchen schnuppern, weil Arbeitszeit ist ja auch Lebenszeit. Und um dein Leben bangst du hier ja ständig. Da gibt es Klapperschlangen, Kopfgeldjäger. Ich habe neulich sogar einen kleinen Skorpion gesehen. Da musst du unheimlich aufpassen. Wilder Westen ist kein Wattepusten. Ich bin auch gerade auf der Flucht vor so einem Kopfgeldjäger, Freddy Hawkins. Weil ich habe da schon so ein größeres Ding gedreht. Gurkengroßhandelüberfall. Mehr verrate ich nicht. Jedenfalls habe ich den verschont, weil ich bin schon ein sehr friedliebender Bandit. Ich bin quasi sowas wie ein moderner Gandhi, nur dass ich halt ganz normal weitergegessen habe. Ja, da gibt es ganz andere. Kollege von mir, missglückter Banküberfall, piff, paff, puff, ab in die Tonne, Deckel drauf. Wenn du den suchst, der wohnt jetzt bei den Radieschen, gleich unter den Gänseblümchen. Wilder Westen ist kein Nonnenhockey. Wilder Westen ist schon, quasi so, als ob hier was verheddert wäre. Kurz gesagt, Wilder Westen ist schon Rock'n'Roll. Yippee-yay!
gucken und du wer. Wenn er mir vor die Flinte läuft, mach ich kurz einen Prozess. Ich stimme ins Kind hinein, dass ihr ihm was nicht fällt. Yippie-ai-ye, yippie-ai-yo. Geldjäger, eher Händler, Großhändler, Gurkengroßhändler, wenn ich mich nicht irre. Die Gurke wird ja von den meisten Leuten auch als Nahrungsmittel verwendet, wenn ich mich nicht irre. Da kam neulich so ein Greenhorn an und machte sich an meine Gurken. Das war zu viel, da werd ich kirre, wenn ich mich nicht irre. Da ist das Greenhorn, dem geht's jetzt an die Gurken, Gurgel, dead or alive, wenn ich mich nicht irre. Cowboy, on steel horse I ride. Whoa.